Und das kann man beim Octatrack natürlich auch machen. Der hat ja 8 Spuren. Das heißt, ich könnte quasi 8 unterschiedliche Wellenformen in den Octatrack reinladen, diese Wellenform loopen und dann habe ich einen Synthesizer. Und das sind so Szenarien, wo ich merke, je länger ich mir irgendwie Gedanken über den Octatrack mache, umso mehrere Szenarien habe ich dann auch tatsächlich im Kopf. Und deswegen könnte der Kurs richtig ausarten. Aber ich habe da Bock drauf. Ich will es auf jeden Fall machen. Ich Super, bin ich da auf mache jeden ich Fall auch dabei. Daumen hoch für. Ja, Das ist cool. super. Sehr gut. Okay, mal kurz gucken, Überblick. So, Lukas und Olli, habt ihr mal Lust reinzuschreiben, mit welchen Geräten ihr arbeitet? Dann habe ich irgendwie so einen Überblick. Also Marc hat quasi die neueren Geräte, Digitone, Digitakt und den Octatrack. So, Jan und Sven habe ich mir auch gemerkt und von euch brauche ich das noch. Analog 4 und ein Analog Rhythm, aber noch keinen Plan. Ja, sehr gut. Okay, ihr habt aber von allen die MK1-Version, oder? Also Olli und Lukas? Ah, Machine Drum, sehr gut. Ja, perfekt. Erstmal Lukas. Also, ich möchte nur darauf hinweisen, für den Analog 4 habe ich 2 Kurse gemacht, für den Analog Rhythm 1 Kurs. Also, wenn du dir die reinziehst, dann hast du, glaube ich, erstmal einen guten Plan schon gesehen. Das ist doch schon mal gut. Genau, zum Thema MK1, MK1, MK1 und MK2. Also, ich persönlich finde die MK1-Modelle irgendwie besser, weil ich weiß, dass die Dinger schon seit 3, 4 Jahren funktionieren. Und bei den MK2-Modellen bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, habt ihr da mal im Forum oder so mitgelesen oder so? Da gibt es irgendwie viele Leute, die Probleme damit haben. Ich habe ein MK2-Modell hier gestellt bekommen und so ganz bugfrei läuft das Ding auch nicht. Wie ist das bei Bei euch? mir schon. Bei mir läuft's. Also ich Das tue ist das gut zu hören. richtig performen, also keine Probleme. Also auch mit der Beta-Version nichts. Also bei mir nichts. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Also ich Ja, würde man. halt gerne mal den Unterschied hören zwischen dem Analog vor MK1 und MK2 Overdrive-Unterschied. Ich glaube, der Filter oder das Filter ist ja wirklich der wirkliche Unterschied zwischen den beiden Geräten, ne? Ob der wirklich so viel hochauflösender ist oder schön noch mehr verzerrt oder was der macht. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrung schon? Wäre ich, oder? Ja. Nee, noch nicht. Also ich wollte mir endlich mal ein MK2-Modell vom Analog 4 kaufen, aber dann oder leihen vielmehr, damit ich eben diesen Unterschied machen kann. Weil eigentlich will ich dazu noch eine Lektion machen für den Analog 4-Kurs. Also wenn du den gekauft hast, dann würdest du die Lektion gratis dazu bekommen. Weil ich will die ganzen Unterschiede auch nochmal herausarbeiten. Ich bin aber ehrlich gesagt einfach noch nicht dazu gekommen. Aber ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf meine Liste, weil ich das schon so ewig vor mir herschleppe. Weil Also. das Thema ist halt, wenn man Analog 4 als Effektbox nutzt, dann ist Ja, halt genau. im Grunde die Saturation, die du noch auf dein Eingangssignal packst, und die muss halt richtig knacken. Ne? Das muss halt. Genau. Deswegen, das Das finde ich kann bei, beim im Kopf MK1 sein. manchmal ein bisschen, ja, sehr, ich weiß nicht genau, ich kann es nicht so genau definieren. Manchmal kommt was anderes bei rum, als ich mir denke. Ja, ich finde, das ist so eine Sättigung, die irgendwie nicht so viel mit einer Sättigung zu tun hat. Ist halt irgendwas anderes, verbiegt das Signal irgendwie so ein Ja. bisschen. Ja, wäre eigentlich interessant, weil eigentlich, warte mal, deine Kurse hast du denn? Ja, genau, Olli, also ich habe hab die Analog 4-Kurse am MK1-Modell gemacht und den Analog Rhythm am MK2-Modell. Weil beim Analog Rhythm MK1, MK2 gibt es eigentlich keine Unterschiede klanglich, gibt nur so ein paar andere Regler. Und der Analog 4, ja, habe ich halt am MK1-Modell gemacht. MK2-Modell hat halt andere Filter oder andere Sättigungsverhalten und auch ein anderes Filter oder so. Auf jeden Fall klanglich gibt es schon ein paar Unterschiede. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie. Also ich muss das selber noch mal testen, welche Auswirkungen das sind. Aber so aus meinem Höreindruck klang der Analog 4 einfach, der MK2 einfach ein bisschen heller und präsenter. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da noch keine Laboruntersuchung gemacht. Soweit bin ich dann doch noch nicht. Ja, jetzt mal in die Runde gefragt. Habt ihr irgendwelche konkreten Fragen, wo ihr denkt, das will ich wissen, ich weiß nicht, wie es geht? Einfach mal alle gleichzeitig reinbrüllen. Oder reinschreiben. Also ich hätte an der Stelle vielleicht nur einen Tipp erstmal. Ich hatte mir vor, nee, 2 Tagen
Novation Launchpad geholt, weil ich gesehen habe, dass du damit halt wirklich alles simultan regeln kannst an dem Octatrack und das läuft total geil. Also das kann ich nur empfehlen an der Stelle. Ist relativ easy von dem Dranschließen, MIDI rein, fertig. Und dann hast du halt alle, vor allem Volumenregler Regler am Start und kannst ganz dann kurz, halt Launchpad oder Launch Control? Es gibt ja mehrere, es gibt ja eine Launch-Serie von Novation. Wow, weil Launchpad ist ja nur das Ding mit den Pads, da hast du ja gar das keine... Das ist das Launch Control, stimmt. Ja, ah, alles klar, okay, dieses fette Keyboard meinst du, ne? Mhm, genau. Ah, okay. Ja, das habe ich auch schon bekommen. Weil preislich total ansprechend und also das macht riesig mehr Spaß, mit der Maschine dann da rumzumachen. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Was kostet das? 300 Euro vielleicht? 400 oder so? 150. Was? Echt? Okay, krass. Ich habe es irgendwie falsch im Kopf. Echt super günstig und was du brauchst, ist ein USB zu MIDI-Konverter. Mhm. Der kommt halt noch dazu. Mhm. Was ist das, ein Sampler? Das ist ein Sampler, oder? Nee, das ist eine DAW Control. Das ist kein echter MIDI-Controller. Der einfach zweckentfremdet ist an der Stelle. Und also damit macht es mit der Octatrack wesentlich, ist ein bisschen, was ich an Erfahrung habe, aber macht wesentlich mehr Spaß, weil allein Volumes kannst du halt reinfaden und richtig schön mischpultmäßig. Analog vor hat keine Performance-Spur. Das wäre cool, hat er aber nicht, aber mit dem Octatrack geht es dann. Und dann wird es total abgefahren. Ja, also das voll. Ist wirklich das ist auch ein guter Hinweis, genau. Der Performance-Modus beim Analog vor, beziehungsweise beim Analog Rhythm, also diese Makro-Regler, das, wie Sven schon sagt, man hat dafür keinen Sequencer. Aber wenn man jetzt den Octatrack einfach als MIDI-Sequencer oder den Digitone, der Digitone ist ja auch ein MIDI-Sequencer, genau. Dann kann ich quasi einen von den beiden Geräten als MIDI-Sequencer nehmen für Analog Rhythm oder Analog 4 und kann die Makros, diese Performance-Dinger per MIDI sequenzieren. Und das Geile ist, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber ich will das machen. Ich will quasi den nutzen, um die Performance-Sachen anzusteuern und diese Performance nehme ich im Octatrack auf der MIDI-Spur auf und das kann ich dann halt an meine anderen Analog-Geräte weiterleiten. Und das sind so Sachen, wenn man dann so ein bisschen in dieser Elektron-Welt drin ist und dann auch merkt, ey, ich habe einen Digitone, cool, da ist ein MIDI-Sequencer drin, geil, dann kann ich das ansteuern, dann irgendwann wird das sehr interessant. Und ich glaube, deswegen mache ich auch diese ganzen Kurse, weil wenn man jetzt sich einfach nur so ein Analog 4 anschafft und damit vielleicht 2-3 Tage rumspielt und das Ding abstempelt, taugt nichts oder so, das ist zu kompliziert, dann verpasst man einfach solche Potenziale einfach. Ja. Also da wird es ja echt erst richtig interessant. Und dann ist die Arbeit, habe ich den Eindruck, wird die Arbeit mit den Elektron-Geräten auch immer einfacher, weil man einfach so viele Möglichkeiten einfach nutzt und dann klingt das alles einfach super dynamisch, organisch, eigenständig, wie auch immer. Und halt irgendwie nicht mehr nach Müll. Kai, eine Bitte. Wenn du mit diesem Controller mal Sounds gemacht hast, könntest du da mal irgendwelche Beispiele hochladen? Weil ich kann mir das jetzt naja, schon halbwegs vorstellen, aber das wäre super, wenn man das einfach mal hören könnte, was du da rausgekitzelt hast. Moment, ich schreibe es mir mal eben auf. Ich hole mir das Ding in 2 Wochen und dann werde ich eine Jam-Session machen, dann werde ich das einfach mal hochladen. Expressive E, Touché, Demo mit Analog Rhythm machen, online stellen. So, ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Aber ich glaube, das ist auch so das Ding, oder man muss sich, glaube ich, auch so 2, wenn nicht sogar 3 Jahre schon mit solchen Elektron-Geräten einfach Zeit geben, weil am Anfang, als ich den Analog Rhythm MK1 hatte, ich habe das Ding bekommen, habe es getestet, für einen Test habe ich das bekommen, das war mein erstes Elektron-Gerät überhaupt, dann habe ich diese kostenlosen Workflow-Videos auf YouTube online gestellt, weil ich dachte, das ist komplex, das muss ich irgendwie erklären und dann lag das Ding auch nach dem Kurs einfach 1 Jahr rum. Das war so, ich habe mich irgendwie damit beschäftigt und war so, oh, voll geil, richtig cool. Ja, Kurs war fertig, online gestellt und dann irgendwie nächstes Thema und dann auch echt nicht mehr benutzt. Und dann brauchte ich immer wieder so Anläufe. Dann kam irgendwann der Analog 4, den fand ich am Anfang furchtbar langweilig. Also ich dachte so, oh, irgendwie alles so Vintage-Sounds und irgendwie überhaupt nicht cool und so. Und erst durch die ganzen Tutorials, weil ich dann irgendwie dachte, eigentlich will ich doch mich näher damit beschäftigen, kam ich immer mehr rein und konnte dem Ganzen auch so Potenzial abgewinnen. Aber es hat ewig Zeit gebraucht. Also ohne meine Tutorials hätte ich den Analog Rhythm nach 1 Jahr wahrscheinlich verkauft.
Octatrack, den hätte ich wahrscheinlich auch nach einem Jahr verkauft, weil ich irgendwann dachte, ich kann damit alles und nichts machen. Irgendwie war es zu komplex und irgendwie konnte ich so viele Sachen machen, aber irgendwie auch wieder nicht, weil ich wieder die Bedienung vergessen habe, weil ich wieder einen Monat nicht dran saß. Analog 4 fand ich von der Klangfarbe immer ein bisschen zu eingeschränkt, aber auch eigentlich wieder nicht, weil wenn man das so mit Performance-Modi spielt, dann ist das eigentlich wie so ein Flummi, der springt und ist quicklebendig und macht einfach nur Freude. Und wenn ich andere Oszillatoren in den Eingang reinschicke, dann kann ich die Klangfarbe auch wieder erweitern. Also, und das ist so das Ding. Das sind Ideen, die hat man ja nicht nach einer Woche, wenn man so ein Gerät hat. Man will ja irgendwie erstmal rumspielen, sondern hat man andere Sachen zu tun. Und wenn ich mir so die Gebrauchtmarktpreise angucke, die ja momentan sehr am Fallen sind, würde ich ehrlich gesagt so ein Ding einfach gerade gar nicht verkaufen, selbst wenn es einem gerade keine Freude macht. Weil manchmal passiert das so, dass man zum Beispiel ein Jahr lang den Analog Rhythm nicht angefasst hat und dann hat man so eine zündende Idee, probiert das aus und dann funktioniert das. Und dann kann das sein, dass das auch auf dem Analog 4 oder auf dem Digitone genauso funktioniert. Also bei mir springe ich immer von einer Idee, von einem Gerät zum nächsten und probiere das aus. Und so komme ich immer in so einen ganz neuen Workflow rein. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz interessante Sache. Gibt es soweit gerade noch Anregungen oder Fragen? Was mich interessieren würde, wäre, Entschuldigung. Nee, du kannst, darfst. Okay, okay. Was mich interessieren würde, ich meine, klar, geht jetzt um Elektrongeräte, aber was für Devices habt ihr denn sonst noch da am Start, womit ihr eventuell die Elektrongeräte befeuert, um Samples abzugreifen oder sowas? Ich gebe das mal direkt an euch weiter. Also ich mache von Octatrack Samples. Gut, ich will jetzt mehr akustisch machen, aber ich habe viel mit Reaktor gemacht. Also da habe ich Sounds kreiert und dann gesampelt, in Octatrack reingemacht und wieder weiter verarbeitet. Computer. Mhm. Ja, Computer. Also Hardware habe ich wirklich nur zwei Geräte. Ich habe viel gehabt, aber ich habe echt gemerkt, umso weniger du hast, umso mehr. Also ich möchte einen sehen, der wo 10 Geräte gleichzeitig bedient, wo du merkst, der bedient die auch wirklich. Das glaube ich nicht. Der bedient ihn höchstens 2 und dann ist Schluss. Das andere ist alles Playback. Das wird halt abgefeuert und das war's. Aber von 0 performt keiner mit 10 Geräten. Ja. Also bei mir ist es ebenso. Ich habe eigentlich als Hardware nur die beiden Elektron-Sachen. Mein Zoom-Mikrofon für eigene Sample-Banks. Also dass du einfach mal draußen rumläufst, bisschen was aufnimmst und so deinen Sound damit machst. Hm. Das wieder im Octatrack verwurstest. Digital habe ich dann eigentlich nur noch mal ein Serum und dann war es das auch, weil sonst kriege ich auch so einen Overload im Kopf. Ja, genau. Und, ich habe zwar darüber nachgedacht, ob ich mal in die Moog-Richtung gehe, also ob es ein Sub 37 wird oder ein Defam oder den kleinen Mother 32, aber im Moment sehe ich einfach, ich habe das Potenzial von den zwei Kisten noch nicht annähernd ausgeschöpft und irgendwie denke ich, ja, also klar, man kann zur nächsten Box gehen, aber ich habe da irgendwie auch keinen Bock drauf. Mhm. Ja. Mhm. Und das neue Elektron-Zeug gefällt mir auch nicht so. Also wie ihr am Anfang schon gesagt habt, der neue Sampler, Performance-Sampler oder was das sein soll. Ja, keine Ahnung. Also ich bin mit meinen zwei Boxen zufrieden und kriege da was raus. Und jetzt muss einfach erstmal was entstehen damit. Mhm. Ist gut. Was machen. Mhm. Ja. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da auch eigentlich immer gut am Reduzieren. Also mittlerweile versuche ich mich echt so auf diesen Workflow von Elektron so einzustampfen, dass ich auch alle anderen Geräte so ein bisschen links liegen lassen kann. Irgendwie Gott sei Dank, wo ich dann denke, okay, das kriege ich mit denen auch hin. Ansonsten, was ich immer wieder nutze, ist Softube Modular in Verbindung mit Maschine, weil es für mich echt ein paar Vorteile hat. Also Softube Modular ist erstmal, man kann vor dieser leeren Blattsituation stehen und wirklich komplett neue Klänge von Grund auf schaffen. Das ist manchmal einfach ein sehr angenehmer Ansatz irgendwie und es kostet letztendlich einfach gar nichts. Also Software Modular ist einfach echt günstig und klingt extrem gut. Und das Gute ist, es frisst so viel CPU-Ressourcen, dass man auch gar nicht in so einem Overload sich verlieren kann. Also ich finde es wirklich gut. Also es ist halt so, ey, du hast jetzt 2 gute Filter, 2 gute Oszillatoren, mach was draus. Fang an, mit diesen komischen modularen Funktionsgeneratoren rumzuspielen und lern ein bisschen was. Das Ganze nutze ich liebend gerne in Maschine, weil ich dann einfach diesen Browser habe. Also ich speichere das, ich mache mir irgendwelche Makroregler und ich habe dann so eine Bibliothek mit irgendwelchen Patches, die halt immer weiter wächst.
Und das Ganze kann ich dann in Maschine auch richtig gut spielen. Da gibt es nämlich so eine Log-Funktion. Also das heißt, ich kann quasi ein Parameter-Setup speichern und dann die Parameter verändern und das als einen anderen Parameter speicher abspeichern. Und dann kann ich unterschiedliche Snapshots von meinen ganzen modularen Parametern speichern und zwischen diesen morphen. Und einfach nur durch dieses Überblenden von dem einen Parameter Snapshot zum nächsten klingt das, als wenn ich wie wild daran rumregel. Und das Ding ist für mich, in 10 Minuten kriege ich da so heftige Sounds raus, wo ich dann denke, hätte ich jetzt ein Euro-Rack, müsste ich erstmal alles verkabeln und könnte es halt einfach also nicht so reinladen. Es klingt gut, es ist einfach komplett mein Sound und ich kann das, also spielen ist perfekt und das kann ich dann samplen oder ich nutze so in der Produktion. Ansonsten nehme ich noch die Repro-Synthesizer von Urs Heckmann, Repro 1 und Repro 5. Das sind eigentlich so mittlerweile meine einzigen Synthesizer, die ich softwaremäßig nutze, bis auf Software Modular, weil die auch einfach so ultra organisch klingen. Und ansonsten die DAW Bitwig und dann bin ich auch durch. Wobei das schon viel ist und ich mich immer beherrschen muss, dass ich neue Sachen einfach so ein bisschen links liegen lasse. Genau. Mhm. Gut, ich meine, bei dir gehört es auch ein bisschen so zur Berufung, ne? Dieser du bist ja, glaube ich, da auch in dem Beat-Umfeld unterwegs, ne? Ja, ich bin gezwungen, mich mit dem neuesten Scheiß zu beschäftigen und ich bin gezwungen, darüber Testberichte zu machen. Das ist halt auch cool, keine Frage. Aber das Problem ist so ein bisschen, irgendwann, ich habe schon so oft gesagt, mein Studio ist fertig. So, und dann kommen irgendwelche ultra geilen Lautsprecher oder so und dann denke ich so, die sind ja besser als meine jetzigen, verdammt. Oder es kommt ein neuer Elektron-Synthesizer und es ist so, ich kann halt schlecht quasi alles abschließen. Ich muss es offen lassen und ich muss immer viel reinnehmen, aber seit Jahren halte ich mich wacker. Also Repro 1, Repro 5, das sind echt die Tools, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und ABL3 natürlich, Asset-Synthesizer, ist mein Standardding. Und Software Modular. So, und alle anderen Sachen kommen und gehen, aber haben jetzt nicht so den harten Bestand, sage ich mal, wenn ich wirklich meine private Musik mache, die dann auch eigentlich organische Klänge verlangt.